Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Basteltisch. In diesem Video möchte ich euch den nagelneuen Triceratops aus der Primal Attack vorstellen. Fangen wir also mit der Verpackung an. Da es sich hier um eine neue Serie handelt, schaue ich mir hier die Verpackung noch mal ein wenig detaillierter an, als das vielleicht sonst der Fall ist. Deswegen, ja, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir einfach mal an. Also man kann erstmal hier schon schön im Hintergrund erkennen, ich hole das Ganze mal ein Stück näher ran hier, dass man hier ein neues Verpackungsdesign erstellt hat. Und zwar sieht man hier hinten solche angedeuteten Zäune, oder man sieht hier Zäune, besser gesagt. Das handelt sich hier um Jurassic World Zäune. Das sind also keine Jurassic Park Zäune. Das sieht man einfach daran, dass dieses Design von den Zäunen wesentlich moderner ist. Auch in den Foren, im Internet, bei Facebook-Gruppen etc. Trifft diese neue Verpackungsvariante auf viel Zustimmung, denn diese ist wirklich sehr schön gestaltet und vor allen Dingen der Hintergrund mit diesen Zäunen, was ich gerade schon sagte, erinnert an die allererste Jurassic Park Serie von Kenner damals, die natürlich auch dieses typische rote Design hatten, dieses Gegenlichtdesign. Natürlich ist hier das Ganze ein bisschen heller. Bei den originalen Figuren ist das hier richtig dunkel, richtig schwarz. Ist da also noch ein bisschen stilistischer umgesetzt. Hier ist es eher natürlicher umgesetzt. Okay, also das zum Hintergrund. Dann kann man natürlich erstmal wie gewohnt das Jurassic World Logo sehen, was jetzt nicht mehr im Fallen Kingdom Design ist. Also das Fallen Kingdom Design hatte auch den zusätzlichen Schriftzug und dann hat es natürlich diese Risse angedeutet. Was hier natürlich jetzt nicht mehr der Fall ist, denn das Ganze ist ja eine Folgeserie von Fallen Kingdom. Ja. So, dann hier der nagelneue Schriftzug, das Primal Attack, was so viel wie Urzeitattacke oder urische Attacke, so habe ich mir das jetzt hier übersetzt, heißt. Hier sehen wir die Funktionsbeschreibung sozusagen, also was diese Primal Attack ist. Dann natürlich hier vorne der Schriftzug, der Triceratops, je nach Figur. Tut das Ganze natürlich variieren. Soundstrike. Natürlich darf unser Held, der Owen, darf hier nicht fehlen. Und in dem Fall ist es hier der Velociraptor Blue. Dann können wir hier oben noch so ein Piktogramm erkennen, der einfach das symbolisiert, dass diese Figur einfach Sounds von sich abgibt. Und natürlich hier hinten diese Pfeile auf der Verpackung, dass man hier etwas drehen kann. Okay, schauen wir uns mal hier die Rückseite an. Die Rückseite ist hier in Blau gehalten. Erinnert so ein bisschen an Mr. DNA. Hier einfach die Erklärung, was die Figur kann. Natürlich hat die Figur auch einen Scan-Code. Das werden wir uns dann nochmal in der App anschauen. Dann vielleicht noch hier kurz zum Zeigen. Es gibt also noch weitere Figuren der Soundstrike-Serie. So, okay, jetzt packen wir das aus. Ich habe mir hier einen kleinen Seitenschneider geholt. Die Figur ist hier nur mit diesen Plastik Bändern befestigt, ansonsten hat die hier keine Verankerung. Deswegen können wir das einfach jetzt hier so abknipsen, das Ganze. So, und das war's dann auch schon. Damit wäre die Figur befreit. So, schauen wir uns den Triceratops doch nun mal im Detail an. Falls sich wer fragt, was denn das hier für ein komisches Kunststoffding ist, und zwar ist das so ein Kunststoffstreifen, der steckt hier drinnen, der ist vom Hersteller da reingesteckt worden. Hier sind die Kontakte von den Batterien dadurch unterbrochen und dadurch quäkt er beim Transport nicht die ganze Zeit rum und jetzt hier im Review auch nicht. Deswegen lasse ich das jetzt mal noch drinnen, damit ihr mich versteht und der nicht die ganze Zeit ja seinen Dämpf dazu gibt. Erstmal so ganz grob gesagt ist das mittlerweile die Nummer 4 in der Triceratops-Reihe. Also das heißt, der Hersteller Mattel hat diese Figur zum vierten Mal aufgelegt. Halt jeweils in einer anderen Farbe bzw. mit anderen Funktionen. Ich werde dann nochmal den ersten zum Vergleich holen, aber jetzt schauen wir uns den erstmal so grob an. Plastikding hier. Wartet mal. So, schneide ich derweil ab, das Ding. Also, jetzt schauen wir uns hier den Kopf an.
Was mir jetzt hier gleich schon auffällt am Kopf, ist, dass hier eine ganz schön fette Gussnase dran ist. Ich weiß gar nicht, ob man das hier so erkennen kann. Also hier hat man das nicht so gut abgeschnitten. Und auch hier ist auch eine relativ dicke Gussnase dran. Das hätte ich mir nochmal anschauen sollen beim Kauf. Naja, das musste diesmal schnell gehen. Genau, das ist ja immer der Vorteil, wenn man die Figuren im Laden kauft, dann kann man sich das natürlich genau anschauen. Das ist jetzt aber auch eher die Ausnahme, dass bei Metall solche Gussnasen, also solche krassen Gussnasen dran sind. Gussnasen finden sich natürlich immer irgendwo, aber hier solche großen, das ist jetzt eher selten. Ja, also hier, die Seite hat eine relativ dicke Gussnase. Hier auf der anderen Seite ist das schon ein ganzes Stück weniger. Also das ist hier einfach, ich würde sagen, das ist eine produktionsbedingte Abweichung hier an der Stelle, weil ich das jetzt von den anderen Figuren bisher nicht so kenne. Na gut, aber das wird jetzt hier wahrscheinlich nur bei dem Exemplar so sein, mutmaße ich. Okay, also hier in Sachen Bemalung an dem Kopf hat man hier die Hörner bemalt. Das Ganze ist in einer Art, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, das wird in einer Art Schablonen oder ja, Stempeldruckverfahren passieren. Also man sieht hier an der ganzen Sache, dass hier die Farbe ein wenig hier in diese Rille reingelaufen ist. Das ist jetzt, ja, hier ist das auch so. Okay, das sieht jetzt nicht so super schön aus. Aber auch hier kann man, wenn man sich ein bisschen Zeit beim Figurenkauf nimmt und einem das wichtig ist, dass die Figuren einigermaßen anständig aussieht, dann kann man hier einfach Wert drauf legen. Ich sehe gerade hier, ja, das Auge hat es hier auch ein bisschen verschoben. Dieses Problem ist etwas häufiger schon von Mattel, also von diesen neueren Figuren bekannt. Da gab es auch schon von einigen Fans einige Aufrufe dazu, beziehungsweise ja, man hat einfach den Hersteller schon darauf aufmerksam gemacht. Inwieweit das jetzt schon sich geändert hat, kann ich jetzt nicht sagen. Bei dem, ja, hier passt es einigermaßen. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Entweder sind hier die Maschinen hier richtig gut eingestellt, dass es da hier solche Abweichungen gibt. Ja, das ist jetzt bei dem Exemplar. Ich glaube, ich habe hier ein Montagsmodell, so wie ich das sehe, abbekommen. Die hatten wohl keine Lust, am Montag zu arbeiten hier. Als Tipp, wenn ihr eure Figuren im Laden kauft, dann achtet einfach darauf. Dann hat man hier an dem Schädel hat man hier diesen Hornkranz, hat man hier besprüht. Das ist direkt auch mal mit Airbrush gemacht, denn das sieht nicht aus wie ein Druck. Nein, nein, das ist direkt mal ein Sprühnebel. Das kommt bei Mattel jetzt bei den neueren Figuren eher selten vor, dass die mal eine richtige Airbrush in die Hand nehmen. Meistens ist das doch irgendwie mit einem Druckverfahren gemacht. Ansonsten, das Maul ist jetzt hier in dem Sinne nicht weiter bemalt. Das war bei der allerersten Serie schon der Fall. Also ich weiß nicht, ob man hier Kosten einsparen wollte. Vielleicht ist es auch so gewollt vom Hersteller, dass es im Farblech ein bisschen besser passt. Das kann auch sein. Müsste ich mal gucken, wie das bei den anderen Figuren genau gemacht ist. Ja, dann sieht man natürlich eine schöne Schuppenstruktur. Das Ganze ist hier schön abwechslungsreich strukturiert. Hier haben wir erstmal diese grüne Farbe, die sich vom Kopf aus weiter über den Körper erstreckt. Das Ganze mündet dann hier oben in einem braunen Ton, ne? Also hier kriegen wir diesen Übergang, hier haben wir dann nur noch braun, auf diesen grauen Grundkörper. Die Unterseite ist hier mit einem hellen Beige oder Sandfarben geairbrushed. Allerdings ist diese Abdeckung vom Lautsprecher und die Abdeckung oder die Batterieklappe, die sind aus dem Kunststoff gegossen in der Farbe und nur der Körper ringsherum ist mit Airbrush besprüht. Also man hat das hier also wieder getrennt voneinander bemalt und entsprechend dann montiert. Ja, dann sehe ich hier gerade beim Anschauen der Beine, dass wieder diese typischen Punkte, Mattel hat also eine Kunststoffmischung, eine graue Grundmischung und hier sind rötliche Punkte mit scheinbar an dem Kunststoffgranulat enthalten, die dem Ganzen sozusagen ein etwas abwechslungsreicheres Äußeres geben, dass das sozusagen nicht hundertprozentig homogen eine Masse ist, also dass hier einfach ein bisschen Natürlichkeit reinkommt, indem das Ganze halt ein bisschen unregelmäßig wirkt durch diese Punkte halt. Ansonsten, wenn wir uns den hier anschauen,
sehen wir, dass die Krallen hier jetzt nicht weiter bemalt sind. Auch das ist ein bekanntes Phänomen bei Mattel, dass die Krallen nicht bemalt werden, zumindest bei den kleineren Modellen. Oder die, bei größeren Figuren wird das schon gemacht, also wo die auch hochpreisiger sind. Aber bei jetzt, ich sag mal, den kleineren Figuren ist das nicht der Fall. So, dann zur Pose an sich vom Körper. Also wir haben hier diese Beine, die jetzt relativ stämmig aussehen, kaum Bewegung haben. Also das sieht schon recht, ja, ich stehe jetzt halt hier, wie ich stehe. Die Hinterbeine jedoch sind etwas dynamischer. Ja, also hier haben wir so einen leichten Knick drin, denn diese Beine sind erst anders gewesen. Ich zeige jetzt mal hier einfach zum Vergleich, dass man sehen kann, das hier ist die allererste Version von 2018 und hier könnt ihr mal im Vergleich die Beine euch anschauen. Also die Beine sind viel, viel starrer und viel, viel, ja, undynamischer sozusagen wie hier. Das sind sozusagen die neueren Beine und die sind also etwas versetzt angeordnet und eben haben auch eine gewisse Dynamik im Schritt sozusagen, ja, also in der Bewegung. Also wir sehen auch hier größere Schuppen, das Ganze ist ein bisschen unregelmäßig. Ja, das macht für mich auch Sinn, oben größere Schuppen, das Ganze nach zur Seite hin wird feiner. Also ich finde, das macht schon einen recht natürlichen Eindruck, diese grundsätzliche Beschuppung. Von der Bemalung her ist es natürlich hier auch relativ einfach gehalten. Also das heißt, hier hat im Endeffekt nur der Grundkörper, der Torso eine Farbe abbekommen und die Beine halt nicht, ne? Also die sehen halt von oben grau aus. Ja, okay. So, dann haben wir hier den Schwanz hinten, also den Schweif. Der läuft hier aus. Der ist hier, der hat einen runden Ansatz. Und zwar ist, wenn ich das mal von hinten mache, also man kann hier sehen, der Schwanzansatz ist hier rund gehalten. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Figur hier, dass man hier an der Figur den Schwanz drehen kann. Denn, das habe ich ja noch gar nicht gezeigt, hängt hier an dem Schwanz ist die ganze Sache mit dem Schädel verbunden über eine Mechanik. Und je nachdem, wie man den Schwanz hoch, runter oder eben auch dreht, bewegt sich eben auch der Kopf entsprechend. Wenn ich das als Kind gehabt hätte, ich glaube, ich wäre auch ausgeflippt, weil ich finde das genial. Ja, man kann hier, wenn wir jetzt nochmal unseren zweiten jetzt hier herstellen, ja, also man kann ja natürlich hervorragend hier irgendwie, also urzeitlich, wie natürlich diese Serie auch heißt, ne, die heißt ja Primal Attack, also urzeitliche Kämpfe damit austragen. Jetzt ziehen wir jetzt hier mal den Splint unten raus. Jetzt hören wir uns mal dazu die passenden Geräusche noch mit an. Okay, ja, das könnte auch ein Raubsaurier sein. Okay, also das war auch schon das Geräusch vom alten, von der ersten Version. Okay, ich wusste gar nicht, dass du ein verkappter T-Rex bist. Okay, das war auf jeden Fall der Sound vom T-Rex. Ja, okay, das könnte man vielleicht noch abnehmen als Triceratops, aber... Ja, das würde ich auch sagen. Also, vier Sounds haben wir verschiedene. Ja, ich glaube, Mattel gehen so langsam die Ideen aus, was die Geräusche anbetrifft. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob die, wo die ihre Geräusche herbeziehen, ob das von Universal, ob die da in irgendeiner Art und Weise irgendwie gestellt werden. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber naja, die Figuren sind zwar unterschiedliche, aber das Geräusch Potpourri ist immer das gleiche. Das ist ein bisschen bedauerlich. Also hier, Mattel, wenn du mein Video sehen solltest, dann bitte guck mal, dass du vielleicht noch ein paar andere Geräusche findest. Fände ich irgendwie cool, wenn der Triceratops auch wirklich in allen Geräuschen nach einem Triceratops klingt. Ja, jetzt haben wir den Triceratops im Großen und Ganzen komplett gesehen. Wir können noch mal kurz von der Unterseite sehen. Ihr seht, hier unten habe ich vorhin gar nicht darauf hingewiesen. Hier ist natürlich der Lautsprecher mit eingebaut und das Echtheitszertifikat ist im Prinzip diesen Stempel auf dem Fuß unten. Bestempelung haben wir hier natürlich auch, sehe ich gerade hier. Die hat man hier auf der Innenseite vom Oberschenkel angebracht. Ne? Also hier die Produktionsnummer und die entsprechende Bestempelung. Kurz noch zur Bewegung. Also wir haben natürlich jetzt hier diese Bewegung, die hatten wir nur jetzt schon mal. Wir können hier die Vorderbeine vor und zurück bewegen in einem gewissen Maß. Und was bei Mattel
sozusagen neu war, im Gegensatz zu den Kennerfiguren, dass man die Beine auch nach außen bewegen konnte. Gut, das kann man jetzt hier beim Triceratops nicht so gut sehen, aber es gibt andere Figuren, wo die, die Beine richtig gut auseinander bewegbar sind. Hier bei den Hinterbeinen sieht man das ganz gut. Hier, also man kann die Figur, die Beine nicht nur nach vorne oder nach hinten bewegen. Also man kann hier den also auch ein bisschen hinlegen, den guten Jungen oder das gute Mädel, quasi zum Mittagsschlaf hinlegen. So, zu guter Letzt habe ich jetzt hier nochmal mein Handy gezückt und ich wollte euch das Ganze noch in der App zeigen. Dazu mache ich jetzt hier mal die Jurassic World Facts App auf. So, jetzt sind wir auch schon drinne. Dann gehen wir hier auf Scannen. So, jetzt sind wir hier im Scan-Modus und jetzt scannen wir hier mal. Ich weiß nicht, ob das klappt hier. Wunderbar. Genau, also hier könnt ihr jetzt den neuen Soundstrike im Triceratops in der App sehen. Diesen View geht, dann kann man sich die Figuren nochmal ringsum anschauen. Und ja, das Interessante ist, ja, ich sehe gerade, dass das farbliche Design hier ganz schön abweicht. Also wenn ihr seht, der hat hier eine braunes Kopfschild bzw. braune Rückenfärbung und weiße Muster drauf, was unsere Figur hier nicht hat. Also hier stimmt die Zeichnung nicht ganz überein. So ihr Lieben, damit wären wir auch am Ende dieser Review angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video ein kleines bisschen Spaß gemacht, euch hat es gefallen. Ich konnte euch ein paar Sachen und ein paar Fakten zu dem Triceratops zeigen. Wenn euch das Spaß gemacht hat, dann zeigt mir das und lasst gerne mal einen Daumen da. Ihr dürft das Ganze auch gerne abonnieren. Und vor allen Dingen nicht vergessen, das Glöckchen zu drücken, damit ihr immer seht, wenn ein neues Video online geht. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet ein zur nächsten Folge Dinosaurs, Toys and Merchandise. Macht's gut, bis bald. Tschüss.